Geduld. Was ist das überhaupt? Wenn man die Definition davon sucht, erhält man diese Erklärung. Geduld ist ruhiges und beherrschtes Ertragen von etwas, was unangenehm ist oder sehr lange dauert. Was ist in unserem Leben oft unangenehm? Was dauert sehr lange? Ich möchte mal mit einem Beispiel beginnen. Man fängt eine Ausbildung an, die ein Stück Zeit in Anspruch nimmt. Man denkt nicht daran, morgen die Ausbildung abgeschlossen zu haben, auch wenn man sich oft danach sehnt. Man lernt viel, man steckt viel Zeit in alles hinein und muss sich gedulden, bis man diese Ausbildung beendet hat. Am liebsten wäre es einem doch vor allem in nervenaufreibenden und stressigen Zeiten, diese Ausbildung nach einer Woche beendet zu haben. Doch wofür ist diese lange Zeit gut? Sich bewusst zu werden, wofür man das alles macht, um sein Ziel klarer zu sehen und sich schließlich darauf zu freuen, das Ziel erreicht zu haben. Genauso kann man dieses Beispiel auf den Glauben beziehen. Das Warten auf verschiedene Dinge. Auf Antworten von Gott, auf Glaubenserlebnisse oder das Kommen von Jesus. In dieser Zeit kann man sich bewusst werden, wieso man auf das Ziel hinarbeitet und sich über dessen Wichtigkeit bewusst werden. Gerade in dieser Zeit kommen Fragen und Ungeduld auf. Wann können wir endlich wieder Gemeinschaft pflegen und heiliges Abendmahl feiern? Wann beendet Gott das Leiden auf der Welt? Wann kommt Jesus endlich? Es gibt oft Zeiten, in denen diese Fragen einen Menschen erdrücken. Und was sind das für Zeiten? Es sind meistens Situationen, in denen es uns nicht gut geht. Situationen, die wir nur schwer geduldig ertragen können. Und statt zu beten, Gott unterbewusst anzuklagen. Doch was passiert, wenn wir solche christlichen Tugenden wie Liebe, Freude oder Nachsicht empfangen, die uns Gott geben kann, wenn wir uns bewusst dafür öffnen? Was ist Voraussetzung dafür? Wir als Menschen, die sowieso nichts gegen die Umstände in unserem Leben tun können, müssen gewisse Situationen erst einmal akzeptieren, bevor wir uns auf die Geduld fixieren. Denn wenn man es nicht akzeptieren kann, dass Jesus noch nicht gekommen ist, was ist das Resultat daraus? Wir entwickeln Frust und Unglauben darüber, dass Gottes Plan der richtige für diese Erde ist. Uns wird in dieser Zeit auch vor allem über die Medien unbewusst vermittelt, dass Geduld ein Zeichen von Schwäche ist. Doch was macht dann der Starke, der Dinge in seinem Leben nicht akzeptieren kann? Was nützt ihm diese Stärke, wenn er sie besäße? Ist Geduld vor allem im Glauben nicht die größte Stärke, die man als Christ vor allem Gott gegenüber beweisen kann? Und dadurch Freude und Liebe zu empfangen? Denn was macht Gott mit uns? Er ist das größte Vorbild, wenn es um Geduld geht. Wir sündigen jeden Tag. Er vergibt uns. Und Tag für Tag sagt er uns, dass er uns trotzdem liebt. Und was machen wir? Wir sind sündige Menschen und Gott akzeptiert und duldet das schon unser ganzes Leben lang und er wird nie damit aufhören. Er starb am Kreuz, um ein Zeichen der Geduld zu setzen. 3 Stunden allein dauerte es, die er am Kreuz leiden musste und er ertrug es für uns. Bei jedem Schlag und Peitschenhieb ertrug er das Leiden und das nur für uns. Ist es damit für uns mit Blick auf seinen Tod nicht ein Antrieb, geduldig auf ihn zu warten? Geduldig zu sein, schwere Zeiten zu überstehen? Denn eine Sache sichert er uns zu. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Bis an der Weltende. Bis Gott alle Geduldigen belohnt.